Herzlich willkommen zu Schön Blöd, der Rubrik, wo auch Hühner einfach mal doof in die Kamera gucken können. Nun heißt es aber, Ohren anlegen, denn los geht es mit der SPD, mit der Partei, die angeblich hierfür stehen soll. Selbstzerfleischungspartei Deutschland. Klingt negativ, entspricht aber überhaupt nicht der Wahrheit. Denn die SPD zeigt eindeutig, dass sie Verantwortung übernimmt. Zum Beispiel in Kassel. Dort gibt es einen Gesellen, der Oberbürgermeister ist und das auch gerne bleiben möchte. Doch es herrscht zwischen ihm und seiner Partei. Geselle tritt zwar nochmal an, aber nicht mehr auf dem Ticket der SPD. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, für die Wahl als unabhängiger Kandidat anzutreten. Ich bin und bleibe Sozialdemokrat. Ja, der Amtsinhaber tritt also als unabhängiger Kandidat bei der nächsten OB-Wahl an. Ob das mit Erfolg gekrönt ist, das wage ich zu bezweifeln. Doch, das wird erfolgreich. Denn bevor es einen knappen und aufreibenden OB-Wahlkampf gibt, der die Stadtpolitik natürlich auf Monate lähmen würde, hat sich die Kassel-SPD entschieden, eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken. Damit jagen die sich die Stimmen gegenseitig ab und lachender Dritter und vermutlich neuer Kassel-OB wird der Kandidat von den Grünen. Hier ist man dankbar, ob des Verhaltens in der SPD. Die Situation, die jetzt entstanden ist über den Streit in der SPD, ist sicherlich kein Nachteil für uns. Kein Nachteil sieht dann so aus. Dass die SPD Verantwortung für Kassel übernimmt und die OB-Wahl einfach mal so sausen lässt, das finden wir weitblickend und vorausschauend und damit schön. So, sind jetzt alle von der SPD überzeugt? Nein. Na gut, wir haben ja noch ein Beispiel. Und schon sind wir beim Europacup-Sieger und SPD-Oberbürgermeister in Frankfurt, Peter Feldmann. Was hat man nicht befürchtet, als es hieß, dass 5 unterschiedliche Parteien im Frankfurter Magistrat seien? Schlimme politische Grabenkämpfe wurden befürchtet, die die Stadtpolitik lange lahmlegen würden. Tja, aber es gibt ja den SPD-Oberbürgermeister. Mit nur wenigen Gesten und Äußerungen hat er es geschafft, die unterschiedlichen Parteien zu einen. Und zwar so sehr, dass sie mittlerweile selbst den Straßenwahlkampf zusammen machen. Es ist ja eine einfache Möglichkeit, endlich mal Unmut kundzutun. Ja, ihm ist sein eigenes Schicksal nicht wichtig. Er weiß. Also, da gibt's draußen Leute, denen geht's schlechter. Das wollen wir mal ganz klar festhalten. Dass Feldmann völlig selbstlos den Parteien die Chance gibt, sich gemeinsam und öffentlich auszutauschen, um so vernünftige Stadtpolitik zu machen, das finden wir schön. Und darum gilt auch das hier nicht mehr. Denn Schuld daran ist nur die SPD. So, eigentlich wollten wir am Ende noch auf den nordhessischen Wahlbeobachter bei den Scheinreferenten in der Ukraine eingehen. Das war uns aber dann zu blöd. Darum zeigen wir lieber Wahlbeobachter in Island. Boah, was ein emotionales Ende. Aber ein bisschen Emotion tut gerade in diesen schwierigen Zeiten gut. Na dann, ein emotionales Schluss mit lustig.